Bisher haben wir ausschließlich DC-DC-Wandler betrachtet, die im kontinuierlichen Betriebsmodus arbeiten, das heißt, wo der Strom in der Induktivität niemals zu Null wird. Jetzt möchte ich hier betrachten, was passiert, wenn wir in den sogenannten diskontinuierlichen bzw. lückenden Betrieb gehen. Wir werden das abkürzen mit DCM, wobei hier DCM einfach nur die englische Abkürzung ist für Discontinuous Conduction Mode. Und wir wollen uns anschauen, was für Auswirkungen das haben wird. Das werden wir jetzt machen für alle drei DC-DC-Wandler, die wir bisher kennengelernt haben, also diese grundlegenden Wandler auf einmal. Zunächst folgende Betrachtungsweise. Wir haben bisher diese DC-DC-Wandler betrachtet, irgendwie auf einer Blockebene. Wir können jetzt sagen, ich habe so einen DC-DC-Wandler. Hier entweder Hochsetzsteller, Tiefsetzsteller oder den Hochtiefsetzsteller. Das waren unsere drei Schaltungen. In der Form, dass wir irgendwo eine Eingangsspannung hatten und eine Ausgangsspannung an einem Lastwiderstand. Das heißt, tatsächlich habe ich hier irgendwo einen Widerstand RL gehabt, an dem haben wir eine Ausgangsspannung UA gemessen. Und diese drei DC-DC-Wandler haben jetzt auch die Eigenschaft, dass sie alle eine Induktivität irgendwo drin haben. Und jetzt ist es so, bei allen diesen DC-DC-Wandlern ist der Strom in der Induktivität, zumindest bezogen auf seinen Mittelwert, eine Funktion des Ausgangsstromes IA. Das heißt tatsächlich, wenn wir hier diesen Ausgangsstrom IA haben, wird der Mittelwert des Stromes in der Induktivität bei allen diesen drei DC-DC-Wandlern proportional zu dem Ausgangsstrom sein. Das heißt, IL Mittel ist proportional zu IA bei den gesamten DC-DC-Wandlern. Und jetzt kommt das Interessante, was passiert jetzt, wenn sich dieser Lastwiderstand ändert, insbesondere wenn der Lastwiderstand größer wird. Die wichtigste Konsequenz wird sein, bei, nehmen wir es jetzt erstmal, zu großem Lastwiderstand bzw. zu kleinem Ausgangsstrom IA, wird der DC-DC-Wandler anfangen zu lücken bzw. dann ändert sich die Betriebscharakteristik. Das ist das, was wir uns jetzt anschauen werden. Und tatsächlich, wir haben dann diesen Übergang in diesen diskontinuierlichen Betriebsmodus, das heißt zeitweise wird der Strom in der Induktivität null, während eines Abschnitts dieser hochfrequenten Schaltperiode, die wir dort haben. Was können wir uns darunter vorstellen? Machen wir das Beispiel für den Tiefsetzsteller. Ich male den nochmal kurz auf. Wir haben also hier wieder die Schaltung, die wir schon so oft gesehen haben. Mit der Eingangsspannung, Schalter, Diode, Induktivität und jetzt dem variablen Lastwiderstand. Und tatsächlich werden wir uns jetzt angucken, den Strom in der Induktivität in Abhängigkeit vom Ausgangsstrom, den wir dort haben. Das heißt, wenn wir hier rechts aufzeichnen, den Strom in der Induktivität über eine Periode, das heißt von 0 bis T, dann wissen wir, während der Einschaltzeiten nimmt der Strom in der Induktivität zu, während der Ausschaltzeit nimmt er ab und dann wieder zu. Das war bisher sozusagen der Stromverlauf, den wir kennen für diese Induktivität. Und wir wissen, der Mittelwert, das haben wir uns hergeleitet mit dieser Mittelwertmodellierung, der Mittelwert hier ist gleich dem Ausgangsstrom. Jetzt überlegen wir uns, was passiert, wenn sich diese Werte ändern. Das heißt, tatsächlich können wir jetzt sehr unterschiedliche Lastwiderstände haben. Wir wissen, die Steigung des Stromes durch die Induktivität ergibt sich hier in Abhängigkeit der Spannung. Das heißt, hier während der Einschaltzeit UE minus UA durch L, während der Ausschaltzeit minus UA durch L. Die hängt aber nicht ab von diesem Mittelwert des Stromes. Tatsächlich, der Mittelwert des Stromes hängt nur ab im Wesentlichen vom Ausgangsstrom. Das heißt, was passiert, wenn jetzt der Lastwiderstand sich verändert? Nehmen wir an, wir kriegen einen zweiten Lastwiderstand, der jetzt hier bei dem Tiefsetzsteller größer ist als der im ersten Zustand. Was werden wir dann haben? Ja, beim größeren Widerstand werden wir natürlich einen kleineren Strom haben am Ausgang. Ja, der Ausgangsstrom ist UA durch R Last. Wenn jetzt der Widerstand R Last zunimmt, wird der Ausgangsstrom kleiner werden und deswegen auch der Mittelwert des Stroms durch die Induktivität. Zeichnen wir das an für den zweiten Fall. Ich kriege also folgendes, so einen Stromverlauf für einen zweiten Fall, falls ich einen neuen Laststrom habe, IA2, mit der Bedingung, dass IA2 kleiner ist als IA1. Was ändert sich nicht? Die Stromwelligkeit wird gleich bleiben. Das heißt, wir haben hier zwar den Fall, IA2 ist kleiner als IA1, aber die Welligkeit Delta IL, wenn wir hier einzeichnen, ist in beiden Fällen gleich. Das heißt, dieses Delta IL und dieses Delta IL hier oben, die werden beide gleich sein. Warum werden die gleich sein? Solange ich dieselben Verhältnisse von Ein- und Ausgangsspannung habe und der Induktivitätswert sich nicht ändert, werden wir jetzt natürlich die gleichen Spannungsänderungen bei denselben Zeitdauern kriegen. Das heißt, was sich ändert, wenn der Lastwiderstand größer wird, ist hier, dass sich
der Stromverlauf proportional nach unten verschiebt. Das heißt, was wir sagen können, der Mittelwert des Stroms durch die Induktivität ist eine Funktion des Ausgangsstroms bzw. eine Funktion des Lastwiderstandes. Wenn RL größer wird, dann wird jetzt hier dieser Mittelwert hier im Mittel kleiner werden. Das ist das Erste, was wir sagen können. Das heißt tatsächlich, der Stromverlauf hier ist dreieckförmig, IL von T, aber er besteht sozusagen aus zwei Anteilen. Einerseits dem Delta IL, was unabhängig ist von dem Lastwiderstand, und andererseits diesem Mittelwert IL, was abhängig ist von dem Lastwiderstand. Das ist zunächst mal die erste Konsequenz. Das heißt, nur der Mittelwert ist abhängig von dem Lastwiderstand. Was passiert jetzt, wenn wir jetzt einen sehr, sehr großen Lastwiderstand machen? Wir können jetzt mal einen Fall betrachten. Den male ich jetzt in Rot ein. Das ist dann sozusagen der kritische Fall. Wenn ich jetzt einen kritischen Ausgangsstrom habe, ich male den mal hier so ein, Rot, den nenne ich IA-Krit. Das ist ja jetzt unser dritter Strom. Dann wird es so sein, für einen bestimmten Wert des Stromes werden wir gerade den Fall kriegen, dass an einem einzigen Zeitpunkt in der Periode der Strom gerade 0 wird. Und zwar nur kurz vor dem Einschalten des Transistors. Das heißt, eine Veränderung des Lastwiderstandes führt zu einer Verschiebung des Stromverlaufes. Die Steigungen bleiben erstmal gleich. Aber wenn der Lastwiderstand zu groß wird, haben wir irgendwann einen Fall erreicht, dass wir jetzt hier in diesem kritischen Betrieb sind. Das heißt, für IA gleich IA Krit wird der Strom IL für einen Zeitpunkt gerade zu Null. Und dieser Betriebsmodus heißt sogenannter Boundary Conduction Mode, abgekürzt BCM. Warum? Weil der an der Grenze ist zwischen dem diskontinuierlichen Betriebsmodus und dem diskontinuierlichen, den wir uns jetzt anschauen werden. Wenn wir jetzt weiter den Ausgangswiderstand erhöhen würden gegenüber diesem roten Fall, würden wir irgendwann dazu kommen, dass der Strom IL zeitweise null führt. Wird. Das heißt, eine weitere Reduktion von IA bzw. Erhöhung von RL führt zum, nennen wir es, Lücken des Stromes. Und darunter verstehen wir, dass der Strom IL von T zeitweise zu Null wird. Und dann kriegen wir eine komplett neue Schaltungscharakteristik. Das heißt, in diesem Fall werden wir einen dritten Schaltzustand kriegen, wo sowohl Transistor als auch Diode ausgeschaltet sind, beziehungsweise hier allgemein Schalter und Diode gleichzeitig ausgeschaltet sind, und es ändern sich dann komplett die Schaltungscharakteristik.